Sie kann seinen Atem hören. Sie hofft, dass jemand von den anderen kommt. Dennis streichelt Alinas Oberschenkel. Alina kann sich nicht mehr bewegen. Sie hofft, dass es ganz schnell wieder vorbeigeht. Aber du sagst nichts, ja? Trau dich, mit Erwachsenen zu sprechen, wenn dir Böses angetan wurde. Das ist die Botschaft des Bühnenstücks Trau dich, das im Schweriner Kapitol am Freitag aufgeführt wurde. An einfachen Beispielen erklären die Jungschauspieler dem jungen Publikum, wie ein Kind im Falle eines sexuellen Missbrauchs handeln soll. Das Konzept wurde von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt. Weil wir wissen von einzelnen Fällen, die bekannt werden, aber wir nehmen ja auch an und vermuten, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Und wir wollen ja mit dieser Initiative präventiv aktiv sein. Wir wollen ja genau solchen Fällen vorbeugen. Was auf der Bühne gespielt wurde, war in Schwerin im Januar 2015 bittere Realität. Ein Kind hat sein dunkles Geheimnis einem Schulsozialarbeiter anvertraut. Dieser meldete den Fall unverzüglich beim Jugendamt. Dort wurde der Meldung nicht nachgegangen. Der Fall Power for Kids scheint heute aufgeklärt, bis auf eine einzige Frage. Gibt es sichere Maßnahmen zur Vorbeugung des Kindesmissbrauchs im Rahmen der Jugendverbandsarbeit? Das Gesetz sagt heute schon ganz klar, bei Anhaltspunkten, wenn Kindeswohl gefährdet ist, muss gehandelt werden. Und dieses Handeln hat hier zum zweiten Mal in Schwerin nach Lea Sophie eklatant nicht stattgefunden. Und deshalb muss ich die Oberbürgermeisterin fragen, was muss hier endlich geschehen, dass die Kinder in unserer Stadt auch wirklich sicher sind? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es allerdings nicht. Infolge des Missbrauchsskandals musste Angelika Gramko in der Stadtvertretung sogar eine Missbilligung quittieren. Doch eine gesetzlich geregelte Aufsicht für privat agierende Kinder- und Jugendvereine gibt es in Deutschland nicht. Solange ein Verein kein Geld aus öffentlichen Kassen bezieht, ist dieser nicht verpflichtet, mit dem Jugendamt zu kooperieren. Nur wenn Schlimmes geschieht, werden Behörden wach. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass jede Einrichtung, egal von welchem Träger sie betrieben wird, den gleichen Schutzstandards unterstehen sollte. Und von daher, glaube ich, sind wir gut beraten, an dieser Stelle noch einmal zu gucken, wie wir im SGB VIII eine entsprechende Regelung schaffen können. Der Scheffel von Power for Kids, Peter B., galt in der Öffentlichkeit seit gut 15 Jahren als eine vertrauenswürdige Vaterfigur. Seine auffällige körperliche Nähe zu den Jungen hat die Ehrenamtlichen im Verein anscheinend nicht gestört. Es bedarf womöglich eines geschulten Auges, um frühzeitig Verdacht zu schöpfen. Doch dieses wachsame Auge blieb dem Verein leider fern.